So. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. Warum? In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Ja. Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ja, das war schön. I got the power. Namenloser Held. Bam, bam, bam. Oh, da ist jemand pissig. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Natürlich wusste ich, was ich tat. Es war notwendig. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ja, er glaubt immer noch, dass wir nicht dafür verantwortlich wären. Naja. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Ach, natürlich werde ich das. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ah, solltest du aber. Was macht ihr eigentlich hier unten? Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Aha. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Okay, wie komme ich eigentlich hier raus? Das wäre doch mal ganz interessant zu erfahren. Ich meine ja nur. Oh, eine Steintafel. Was zum Fick? Okay. Was für Viecher? Verdammte Goblins! Ah!
Glaubt ihr jetzt wohl endlich mal dran? Lassen die mich jetzt auch mal in Ruhe, oder? Ach, verdammte Tat. So, einer noch. Geht doch. Bin ich gerade an Riordian schon vorbei? Oh. Er hat die mal eben besiegt. Okay. Hey. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet. Und einen Tempel für Adanus. Mhm. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Und es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, einfach mal um die Insel herumzuschiffen? Gut, okay. Muss ja scheinbar jemand gemacht haben, weil sonst wären die Piraten und so weiter nicht da. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Okay, mehrere hundert Jahre alt. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Der befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Ja, theoretisch kann ich mich hier immer noch rausporten. Dementsprechend ist das ja nicht das Problem. Aber, es ist... Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, kann mir vielleicht hier irgendjemand weiterhelfen? Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du denn über die Erdbeben? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Okay. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen.
Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Okay, wo ist er denn? Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon ja, her. Wer weiß, wo ich hinterlande. Hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinnis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Ja. Dann gibt es aber noch einen, das wird wahrscheinlich irgendeine Form von Pentagramm sein. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Na, okay. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt. Wahrscheinlich. Ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Gut. Ja. Oh ja, jetzt spüre ich die Erdbeben auch. Ja, an sich brauchen wir die Portalsteine ja gar nicht. Es war scheinbar tatsächlich geplant, dass man hier eigentlich schon in Kapitel 2 hinkommt. Aber okay. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Ja. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Okay, mal schauen, was ich damit jetzt lesen kann. Bogenschützen. Ah, Treffen mit Bogen 2. Lebensenergie? Lebensenergie 2. Das kann ich nicht lesen. Ah, schade. Lebensenergie 3 wahrscheinlich auch nicht. Das kann ich nicht lesen. Ah, schade. Steintafel der Magie 1. Oh, Mana plus 2. Das kann ich nicht lesen. Okay. Plus 2 Stärke. Zweihandwaffen, ach wunderbar. So kann das von mir aus ewig weitergehen. Okay, also alles Steintafel, die ersten Steintafeln kann ich jetzt lesen. Es gibt davon wahrscheinlich 3 Stufen. Ich werde mir alle 3 Stufen wohl aneignen. Dafür bringen mir die zu viel. Als dass ich diese Fähigkeit irgendwo links liegen lasse. Nefarius. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den Nein. alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Oh, und 4? Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier.
Auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Na, danke. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? 4. Insgesamt sind es 4. Eins habe ich schon. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Okay, komm, dann. Okay, das ist nicht die Karte. Okay, 2 von denen kann ich ziemlich leicht erreichen. Der dritte könnte eine Schwierigkeit sein. Okay. Aber ich glaube, ich räume jetzt gerade erst nochmal ein bisschen die Mine hier auf. Die Mine, sage ich schon. Das Gebäude. Mich interessiert viel mehr... Ja, okay, normalerweise, ich könnte mir auch vorstellen, dass die es eigentlich geplant haben, dass man eben nicht von vornherein mit einem Teleportstein hier reinkommt. Okay, ich speichere gerade nochmal. Zack. Na, ich glaube, das ist der Raum, den ich theoretisch noch betreten kann. So, mal schauen, was haben wir hier noch? Liegen hier vielleicht noch Steintafeln? Wohl eher nicht. Drecksratten. Dass die Mistviecher so gut ausweichen können. Na komm, so, und zack. Wie ich schon sagte, Drecksviecher. Oh, eine Steintafel. Was kann die hier? Armbrustschütze 1. Ja. Das ist es doch, was ich haben will. Okay. Böser Snapper. Los, zisch ab. Na, geht doch. Ah, wenn ich mir das Bauwerk hier wahrscheinlich genauer ansehe, finde ich noch ein bisschen was. Ja, komm. Wir haben jetzt schon den Eingang freigeräumt. Jetzt können wir uns hier noch mal ein bisschen mehr umsehen. Hier oben liegt da sicherlich noch ein bisschen was. Gold. Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Da liegt eine Steintafel dran.
Was war das jetzt für einer? Lebensenergie. Okay. Oh, noch eine Steintafel. Alte Steintafel diesmal. Ah, die alten Steintafeln kann ich ja bei Vatras abgeben, wenn ich das noch richtig weiß. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Radames, der Nachfolger Korodans, wurde gebannt, aber seine böse Macht erreichte uns selbst von einem Ort seine Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jakendar getroffen. Oh, okay, Jakendar war also... deren Stadt? Zwei, eins, zwei, drei, eins. Oh, was? Verdammt, jetzt habe ich... ich krieg immer zu schnell. Was habe ich denn da jetzt gerade für ein Schwert bekommen? Orkschlechter. Das ist aber eine Einhandwaffe. Schade. Ja, ich weiß, da liegt noch ein Stück Gold rum, aber... Scheiß es drauf. Oh, was ist das denn? Ein Feuer? Ansonsten... Ah, eine Steintafel. Magie. Lebensenergie. Gut, testen wir doch einfach mal unten den Teleportstein. Was war das? Ach, das war wahrscheinlich ein schwerer Ast, irgendwie sowas, ja. Immer ein Auge offen halten. Können überall Steintafeln rumliegen. Ach, Mann. Wo war denn jetzt? Es muss hier in dem großen Raum gewesen sein. Ah, hier. Wer ist das jetzt nochmal? Ach so, gut. Ah, ja. So, einmal umschauen. Sollte hier noch irgendetwas sein? Ja, ich habe die Truhe drüben schon gesehen. Keine Sorge. Das Gitter hier kann ich auch nicht aufmachen. Was ist das? Quarz. Schade. So, bevor ich da jetzt reinspringe, wie ein Bekloppter. Wo bin ich? Ach! Da bin ich wieder hier gelandet. Auch schön.
Ja, jetzt muss ich ja diese drei Stellen aufsuchen. Okay, ich bewege mich kurz rein. Penne eine Runde. Einen Moment, ich mache das. Ah, nein, 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 nein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Doch, ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. Und dann gehen wir runter zum Hafen. Ich will irgendwie mit Laris nochmal versuchen zu sprechen. Vielleicht funktioniert es jetzt ja. So von wegen, ich hab das Ornament abgegeben. Das ist alles so ein bisschen chaotisch. Weil jetzt, ich glaube, ich habe der ganzen Story ein bisschen vorgegriffen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Na, kann ich hier... Ah, ich kann auch erstmal noch eine Steintafel, eine alte Steintafel abgeben. Und? Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Und ja, ich weiß, dass ich auch noch die Blutkelche klauen kann, aber ich weiß nicht, da habe ich momentan einfach keine Lust drauf. Das mit dem Blutkelchen ist so eine... ja, sowas Optionales für mich. Mache ich früher oder später. Wohl eher später als früher. Ich glaube da nicht dran, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Hey! Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Na, vor wenig. Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. So viel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Ja, ich weiß. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Nee, eigentlich nicht. Sag mir, wann du los willst. Aber zu zweit ist mir das doch lieber. Bring mir was bei. Nee. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Geh mal hin, ich denke... Das weiß ich doch schon. Hey, du! Ja, ich will los. Los, komm. Irgendwie. Ich glaube, Laris ist mittlerweile verbuggt. Mit dem habe ich zu viel Scheiß abgezogen. Kann man nichts machen. Schade, schade. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns um das Ornament im Ostwald. Und dann mal weitersehen. Die anderen beiden werde ich wohl in einer Folge abfarmen können. Die. Wer ist das? Ach, Stadtwache. Boah. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, dann gibt es an der Stelle hier gerade wieder einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.